Ja, hallo zusammen. Jetzt müssen wir noch die sogenannten Doppelintegrale kennenlernen. Und zwar integrieren wir jetzt eine Funktion mit zwei Variablen. Deshalb haben wir dann nachher da zwei Integralzeichen stehen und dann nennt man das Doppelintegrale. Also schreibt mal hin, wir haben eine Funktion f, wo der Definitionsbereich a und der Wertebereich die reellen Zahlen sind. Das soll wieder eine stetige Funktion sein. Und a ist eine Teilmenge des zweidimensionalen Raums und dann gucken wir uns jetzt mal ein Rechteck an und zwar soll die erste Variable zwischen Alpha 1 und Beta 1 liegen und die zweite Variable zwischen Alpha 2 und Beta 2. Also schreibt man dann die Intervalle und so ein Kreuz dazwischen und das ist eine Teilmenge des Definitionsbereichs A. Also wenn wir uns das mal hier aufzeichnen, hier ist die Variable x1, hier die Variable x2. In die dritte Richtung zeichnen wir dann die Funktionswerte f von x1, x2 ein. Und dann soll jetzt das x1 zwischen Alpha 1 und Beta 1 liegen. Das heißt in diesem Bereich hier. Und das x2 soll zwischen Alpha 2 und Beta 2 liegen, also in diesem Bereich hier. Und damit integrieren wir dann über dieses Rechteck hier, wo x1 von Alpha 1 bis Beta 1 geht und x2 von Alpha 2 bis Beta 2. Und das Integral sieht dann so aus, Integral von Alpha 2 bis Beta 2. Integral von Alpha 1 bis Beta 1 von f von x1, x2, dx1, dx2. Und das ist jetzt so zu verstehen, dass wir da eine Klammer um das innere Integral setzen. Also wir integrieren x1 von Alpha 1 bis Beta 1 über dieses Intervall. Und wir integrieren das x2 von Alpha 2 bis Beta 2, also über dieses Intervall hier. Ja, und was müssen wir da jetzt machen, wenn wir nach x1 integrieren, also x1 unsere Integrationsvariable ist, müssen wir das x2 als eine Konstante auffassen. Das heißt also dann, werden wir ganz normal nach dem x1 integrieren, wie wir das kennengelernt haben. Und für x2 müssen wir uns vorstellen, steht da eine Zahl. Und dann setzen wir die Integrationsgrenzen, das Alpha 1 und das Beta 1, ein in die Stammfunktion für das x1. Und dadurch ist dann das x1 weg und wir haben dann als Ergebnis was, was nur noch von dem x2 abhängt. Das heißt also, jetzt kommt hier bei dem inneren Integral eine Funktion raus, nennen wir die mal g von x2. Das ist also dann als Ergebnis des inneren Integrals eine Funktion, die nur noch von dem x2 abhängt. Und dann müssen wir das äußere Integral ausrechnen, also das Integral von Alpha 2 bis Beta 2 von g von x2 integriert nach x2. Und das ist dann ein ganz normales Integral mit einer Funktion einer Variable, wie wir das schon kennen. Also das Schwierige ist jetzt hier, das innere Integral auszurechnen. Da muss man nämlich Acht geben, was ist genau die Integrationsvariable. Und deswegen ist es auch so wichtig jetzt, dass man in dieser Schreibweise das dx1, dx2 dabei schreibt, damit man weiß, wonach man denn jetzt gerade integrieren muss. Und dann muss man die Integrationsgrenzen auch für die richtige Variable einsetzen. Also, wenn wir nach x1 integriert haben, wird dann für x1 das Alpha 1 und das Beta 1 eingesetzt. Dann wieder Stammfunktion an der oberen Integrationsgrenze Beta 1 minus Stammfunktion an der unteren Integrationsgrenze Alpha 1. Und dann kommt da als Ergebnis was raus, was nicht mehr von dem x1 abhängt, weil wir da ja die Zahlen eingesetzt haben. Da kommt also dann eine Funktion raus, die von dem x2 abhängt, weil ja das x2 als Konstante bei dem inneren Integral natürlich noch stehen bleibt. Und dann müssen wir ganz normal nach dem x2 integrieren. Ja, und das war's schon. So funktioniert es, ein Doppelintegral auszurechnen. Und das Schwierige ist halt da das innere Integral, weil wir da die Variablen nicht vertauschen darf.
und da die Integrationsgrenzen nicht bei der falschen Variable einsetzen muss. Und dann können wir uns als nächstes mal Beispiele und die Interpretation des Doppelintegrals ansehen. Bis bald!